Mikrofone. Das eine ist für die Aufnahme und das andere ist für die Tonverstärkung. Da werde ich mich ein bisschen vielleicht verrenken müssen, um die beide zu bedienen. Wenn ich schon dabei bin, es läuft eine Videoaufnahme, das wissen alle. Wenn jemand nicht möchte, dass etwas, was er für sich behalten möchte, veröffentlicht wird, soll er es für sich behalten. Ganz einfach. Ja, ich bin da etwas gebrannt. Wir hatten in England mal eine solche Tagung und das war eigentlich auch der Kontrakt. Und dann war jemand, der sich immer in die Kamera setzen musste und reden musste, dann derjenige, der nachher seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Aber das ist, hier haben wir ja eine gute Tradition. Wir hatten Gott sei Dank noch nie Probleme, obwohl wir sowas nicht rechtlich vollkommen absichern. Ja, also ich nehme an, die meisten wissen das. Ich bin der Bernd Schmidt. Ich begrüße euch alle. Ich sag mal du, ich bin in einem Alter, wo ich es langsam darf, aber es ist auch einfach Stil hier, wenn jemand das nicht gerne möchte, soll er es gern sagen. Sonst sind alle eingeladen, zumindest in diesem Kontext, sich zu duzen. Ja, das ist das 11. DBVC Dialogforum und ich begrüße euch alle auch im Namen des DBVC. Das DBVC Dialogforum, ich sage mal kurz was für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Das haben wir eben vor 11 Jahren ins Leben gerufen und die Idee war, wir brauchen einen Dialograum mit den Menschen der Gesellschaft, mit unseren Partnern dort. Wir wollen nicht eine Bühne aufmachen, wo jeder Berater zeigt, wie schön er ist und seine Kärtchen verteilt, sondern wir wollen eine Bühne aufmachen, bei der wir die Menschen, mit denen und für die wir arbeiten, die Organisation fragen, wo seid ihr denn mit den Themen, für die auch wir uns schlau machen? Wie weit ist die Entwicklung? Was können wir bislang dazu beitragen? Und können wir zusammen am Stand der Entwicklung diskutieren, wie die Sache sich vielleicht weiter entfalten könnte? Also es geht um ein wohlwollendes, kollegiales Diskutieren. Wir haben hier viele Interne, wir haben Freiberufler oder Mitarbeiter von Beratungsunternehmen, wir haben DBVCler und ISB-Netzwerker im Raum. Wir hatten die Tradition entwickelt, aus diesem Grund, den ich gerade genannt habe, das bei den Kunden oder bei den Partnern zu machen. Also wir waren bei Wirt, beim Schraubenwirt im Hohenlogen, wir waren bei der BSF, wir waren bei der Lufthansa, wir waren bei Heraeus, bei SAP und all denen und wären auch dieses Mal bei einer Kundenorganisation gewesen, wenn es da nicht verschiedene organisatorische Schwierigkeiten gegeben hätte und ich zum Schluss gesagt habe, jetzt ist es mir zu riskant, wir machen das hier, da haben wir alle Fäden leicht in der Hand und deswegen ist es hier. Dann haben viele gesagt, Gott sei Dank. Also es scheint so zu sein, dass zumindest die, die das hier kennen oder verkehrsmäßig das günstig ist, auch ganz gern nach Wiesloch kommen. Im Prinzip würde ich sagen, behalten wir die Policy bei, aber heute ist es hier in der Akademie im Park. Wir sind hier, für die, die es auch nicht wissen, auf dem Gelände der Psychiatrie. Es hängt eine große Tafel im Hauptgebäude, da steht, die Welt ist verrückt und hier ist das Zentrum. Also wir sind nicht weit weg von dieser Verrücktheit. Die ist in unseren Kreisen nur so gängig, dass es nicht immer gleich auffällt und nicht gleich ein Arzt kommt. Aber ja, Humor soll ja, wenn Scharfsinn ein Vergrößerungsglas ist, hat ein berühmter Mensch mal gesagt, dann ist Humor ein Verkleinerungsglas. Und er glaubt, dass damit wahrscheinlich die wichtigeren Entdeckungen gemacht worden sind. Ja, unser Thema dieses Mal, strategische Personalentwicklung und Coaching. Dazu sage ich ja vielleicht auch einfach etwas, wo wir im DBVC oder auch im ISB in Sachen unserem Verständnis von Coaching unterwegs sind und welche Entwicklungen wir da verfolgen. Das ist jetzt eben auch schon die Einführung ins Thema. Coaching als Vier-Augen-Gespräch für Menschen im Berufsleben, für
Funktionsträger in Organisationen zu den Anliegen, die halt irgendwie entstanden sind, gibt es reichlich. Und das ist auch sicher ein wichtiger Markt, der bleiben wird. Der Deutsche Bundesverband Coaching will darüber hinaus schon auch ein Verständnis von Coaching entwickeln, das eher was mit zu tun hat mit Kommunikationskultur, Unternehmenskultur, Dialogkultur, ein bestimmtes Verständnis von Verantwortung, Umgang mit Führung und all diesen Dingen. Und diese Themen nicht nur in Beratungen, die durch Klientenanliegen gesteuert sind, umsetzen, sondern durchaus auch überlegen, wie wir das hier am ISB ja sagen, was sind systemqualifizierende Programme dafür, dass wir nicht immer diese Personenqualifizierung allein machen, weil in einer Weise ist das notwendig, in anderer Weise ist das ein endlos Geschäft. Das weiß ja jeder. Und von daher bemühen wir uns darum, Coaching als Kultur, als Lernstil zu verbinden mit Organisationsentwicklung, mit Entwicklung von Leadership, mit Organisationskulturentwicklung und zu überlegen, wie können wir von der Anbieterseite her etwas dazu beitragen, dass in den Organisationen da Programme entstehen, die über die Einzelbetreuung oder die situativen Aktionen hinaus unternehmenskulturbildend sind. Und das hieße zum Beispiel im Bereich der Organisationsentwicklung, dass man überlegt, wie Menschen, die für ein Organisationsentwicklungsprojekt gewonnen werden können, so eine Art Assessment oder Auswahl, dass denen einerseits die Skizze der Organisationsentwicklung deutlich gemacht wird, in jedem andererseits 3 oder 5 Coaching-Sitzungen angeboten werden können, in denen er sie klären kann, ob das eigentlich passt. Und das geht also nicht irgendein Anliegen, sondern genau das klären in dieser Zeit. Und das geht natürlich nicht, ohne dass die Coaches, die das machen, eine Idee über das Organisationsentwicklungsanliegen haben, worum es dabei überhaupt geht, beziehungsweise diejenigen, die Organisationsentwicklung betreiben wollen, sich auch überlegen müssen, wen wollen wir dafür haben und was muss derjenige klären, damit wir entscheiden können, welche Rolle er darin spielen kann. Das ist also eine der Formen, in denen wie wir nicht nur das Know-how, sondern auch die Arbeitsform Coaching in die Entwicklung der Organisation reinbringen wollen. Dazu hatten wir schon 2-mal Foren, die das umkreist haben, Leadership, Unternehmenskulturentwicklung. Und da gibt es einen anderen Bereich, in dem das Coaching von programmatischer Bedeutung sein kann, und das ist das alte Thema Lernen in Organisationen. Die Schwierigkeit ist ja, das wissen wir alle, wenn einzelne Personen rausgenommen werden, qualifiziert werden und dann zurückgehen in eine Kultur, die von ganz vielen bewussten und unbewussten Gewohnheiten geprägt ist, dann ist es für diejenigen unheimlich schwer, das Spiel zu ändern. Es ist eigentlich notwendig, dass diejenigen, die dann nachher zusammen neu spielen sollen, auch zusammen lernen, neu zu spielen, und dass eine Grundqualifikation dafür gemacht werden kann, die eben einer Strategie der Unternehmensentwicklung und von daher auch einer Strategie der Personalentwicklung entspricht. Also die Frage, wer bei uns in innovativen Bereichen Führung machen will, der muss einfach eine bestimmte Sprache kennen, der muss bestimmte Lern- und Arbeitsformen kennen, der muss kollegialen Austausch kennen, der muss Designkompetenzen haben, der muss sich mit anderen verständigen können. Und das alles muss er lernen in einer Grundqualifikation, weil wir in einem laufenden Projekt die babylonische Verwirrung nicht haben wollen, aber auch nicht alles nachqualifizieren können. Das wäre einfach zu kompliziert. Und deswegen meine ich, dass hier viel entwickelt werden muss, dass die Unternehmen wirklich darüber nachdenken, was soll bei uns gelernt werden, für wen und wie soll gelernt werden. Und das nenne ich eingebunden in eine strategische Personalentwicklung. Und das war das Thema, dem wir uns
in diesen 2 Tagen annähern wollen, aufgrund sehr freundlicher Unterstützung hier auch aus dem Raum, haben wir dann 3 Organisationen aus ganz verschiedenen Feldern gefunden, die Beispiele aus solchen Entwicklungen uns vorstellen, und wir haben Gelegenheit, mit diesen Menschen dann zu diskutieren. Und zwar ist es einmal, was wir als nächstes haben, wird der Andreas Janz, der schon da ist. Vielen Dank. Und er heißt heute Global Head of Learning and Human Resources. Also wir suchen ja auch nach neuen Begriffen, weil die alte Personalentwicklung hat ja ein bisschen abgewirtschaftet, leider. Leider würde ich sagen, ich bin eher dafür, das wieder aufzuladen mit dem, was es eigentlich hätte sein können. Aber zurzeit sind auch international hier eher andere Begriffe in den Vordergrund gekommen, die zeigen, worum es geht. Und ich glaube, sowohl die internen als auch die externen müssen in vieler Weise Spezialisten für Lernen in Organisationen sein. Und es kann nicht irgendein Lernen sein und dann transferiert man es, sondern das muss ein Lernen nah am Arbeitsplatz, in der Rolle und in dem Kontext sein, um den es geht, weil nur dann besteht die Chance, dass genügend Menschen gleichzeitig ein neues Verhalten entwickeln und das komplementär sich gegenseitig stimulieren und so die Chance besteht, gegen die Gewohnheiten, denen wir alle unterliegen, irgendwelche neuen strategischen und kulturellen Elemente zu entwickeln. Wir unterschätzen das total, was das braucht. Ich habe vor 25 Jahren mal einen Aufsatz geschrieben gegen die Macht der Gewohnheit. Ich glaube immer noch, dass das eigentlich das größte Problem ist, dass auch wenn ganz viele Gutwillige beieinander sind, jeder, ohne dass er es merkt, in bestimmten Kontexten sich selbst und anderen bestimmte Anreize für Traditionen bietet, die dann komplementär ständig einen Sog ins Gewohnte produzieren, und dass wir völlig unterschätzen, was an innovativ und gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen geschehen muss, damit wir eine Chance haben, diesem Sog zu entgehen und in neue, frische Wasser zu kommen. Also wir haben heute den Andreas Janz, und das ist jetzt ein Beispiel aus der großen internationalen Welt, auch mit der internationalen Anbindung, also bei Merck international. Und dann haben wir, und das betone ich in letzter Zeit ja auch immer wieder, dass wir unser Know-how feldspezifisch aufbereiten und einbinden müssen. Wir haben lange Zeit geglaubt, weil wir uns mit Menschen auskennen, können wir alles und überall. Das stimmt einfach nicht. Also ich glaube, es verbreitet sich langsam die Einsicht, dass wir wirklich jedes gesellschaftliche Feld, jede Organisationsart studieren müssen und unsere Expertise auch eben in dieser Feldkompetenz besteht und wir sie auch in den Vordergrund rücken müssen. Wir haben dann 2 weitere Bereiche. Das ist der Franz Inders, der ist auch schon da. Der ist Leiter der Sparkassenakademie, also hat noch nicht so einen modernen Titel, weil er eben, die Organisation ist eben auch nicht so modern, sondern, du hast mir das ja schon oft genug erzählt, diese Sparkassen sind riesige Gemeinwesen und verstehen sich auch so, und ich finde das immer unheimlich spannend. Dementsprechend anspruchsvoll ist es auch dort, Fortschritte kultureller, strategischer Art zu entwickeln. Und da wird der Franz, der ja aus dem Bankenbereich kommt, erzählen, dass er jetzt, der seit 6 Jahren, bist du Leiter der Sparkassenakademie, dass er das jetzt auch genutzt hat, um für sich mal ein bisschen Bilanz zu ziehen, wie weit er eigentlich gekommen ist und was er noch schafft bis zur Rente. Ja, und dann haben wir nochmal einen ganz anderen Bereich, den ich spannend finde, nämlich ein Landesamt. Habe ich erstmal gesagt, ein was? Und wie gut, sowas kenne ich gar nicht. Ich war noch nie auf einem solchen Landesamt. Und dann habe ich gelesen, der Rainer ist schon da heute, wie viele große Themen die haben und wie viele Menschen dort aktiv sind. Und ich bin, je älter ich werde, muss ich sagen, ich werde in einer Weise immer kleiner, weil ich merke, mein Gott, was andere Leute alles bewegen und können. Ich dachte immer, ich bin der Größte, aber ich muss das jetzt leider etwas relativieren. Und dann finde ich es auch wieder toll, dass so viele andere Leute was können und Verantwortung übernehmen, weil wir müssen alle, glaube ich, ziemlich anpacken, wenn wir
irgendwie noch die Kurve kriegen wollen. Ja, so, das sind die drei Bereiche. Vielleicht, bevor ich übergebe, noch ein ganz... Ah, nee, das kann ich auch am Ende machen. Ich wollte euch noch ein bisschen erzählen, dass wir auch international einiges machen, also dass wir auch dort unsere Kooperationsfühler und Arme ausstrecken und dadurch auch Fortschritte machen mit Einok und so. Aber das könnte ich dann auch einfach morgen erzählen. Ja, ich wäre mit der Einführung ins Thema dann soweit fertig und bin sehr froh, dass ich mich jetzt auf die andere Seite setzen darf und bin ganz gespannt, was wir hören werden von euren Projekten. Und der Andreas, wir kennen uns erst ein paar Minuten, wir haben miteinander, glaube ich, telefoniert und ein bisschen ge-emailt, aber er wurde auch mir wärmstens empfohlen. Und jetzt finde ich es einfach ganz spannend. Wenn jemand was sagen möchte zum Technischen zurück, dann wartet, bis ihr das Ding vor der Nase habt, weil es sonst nicht auf dem Band ist. So, Andreas, darf ich dich bitten? Du stellst dich selbst vor. Du kannst, ja, außer dem schönen Titel weiß ich wirklich auch nicht viel.